Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play. Das wird wehtun. Was ist Geduld? Mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir, ja, versucht zur Zentralgrube zu gelangen. Also wir sind schon, also zum Grund der Nein! Zentralgruppe zu gelangen und wir haben das nicht geschafft, deshalb wollen wir das heute schaffen. So, erstmal Entschuldigung, dass die heutige Episode später kommt als sonst. Was war der richtige Weg? Ich glaube, das ist der Bonusweg. Oder? Ich hatte heute eine Exkursion mit der Uni, den ganzen Nachmittag. Ryan? Und ja, habe jetzt auch ein bisschen Kopfschmerzen. Habe ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht weggehen, aber dieses Glückes war ich dann doch nicht. Also entschuldigt, wenn ich ein bisschen müder als sonst klinge. Ich bin auch nur noch nicht ganz heile wegen meiner Erkältung. Und man hört es mir vielleicht ein bisschen an. Ich meine, auf der Aufnahme klingt es nicht anders als Titanengnade. Danke, Bionis. Als wenn ich einfach müde wäre. Jetzt bin ich ein bisschen tired und krank, also yay. Ich meine, yay. So. Ja, das war tatsächlich der Bonusweg. Okay. Und ich habe ein bisschen geguckt. Wir können die Mission, also den Wanderer Alphiard und die andere Timed Mission, die wir noch haben, auch noch nach der Zentralgrube abschließen. Aber halt vor einem gewissen anderen Teil. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach mal der Story widmen. Oder dem Weg zur Story. Weil nachher, wobei, mit den Quests wird es nachher noch nicht immer so schlimmer. Vorerst, vorübergehend. Und dann, sobald wir in einem gewissen Gebiet sind, wird es wieder ein bisschen eskalieren. Aber in X war es ja auch so Storytime für ein paar Episoden. Dann wieder doppelt so viele Episoden mit Quests und so weiter und so fort. Ha, apropos, mittlerweile ist hier auch Nier Automata gestartet und holy shit, ich würde das Spiel fast sogar durchsuchen, aber das geht leider nicht. Ich darf nicht, ich muss das Let's Playen. So, ich finde es super, es ist ein schönes Projekt, aber ich glaube, Let's Player werden das verstehen. So, oh Mann, ich will das Spiel durchsuchen, aber Nacht. Hierhin? Ist dies der richtige Weg? Sieht nicht danach aus, ist schon mal gut. Ja. Nee, das wäre das hier noch weiter hoch. Ich glaube nicht. Oder? Ah, auf der anderen Seite. Okay, gut, gut. Dann wollen wir das optionale Gedöns machen. Also Exkursion. Wir machen jetzt gerade eh nichts Gescheites. Es war eine Paläontologie-Exkursion und wir durften Fossilien ausbuddeln. In der prallen Sonne. Meine fotosensitiven Augen waren froh drüber, deshalb habe ich jetzt auch diese Kopfschmerzen. Ging nicht mal Panadol. Es hilft. Also, ein kleines bisschen. Eine halbe Stunde waren sie weg, jetzt sind sie wieder da. Aber ich muss sagen, es war sehr, 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 sehr nice. Und allgemein habe ich es geschafft, heute so viele Pans zu reißen. Meine Kollegen waren wahrscheinlich nicht so erfreut, aber hallo? Da, dankeschön. Meine Güte. Und noch eins. So, ich muss dann aufscreen irgendwann mal. Miep. Irgendwann mal das ganze Zeugs in Juwelen umwandeln. Ha. Apropos, es könnte sein, dass irgendwann mal so ein kleines Let's Play Together kommt, aber so ein Let's Have Fun Together, ein bisschen sowas. In der nächsten, also nächsten so vielleicht nicht, aber das Jahr wahrscheinlich. Wir müssen das einfach nur miteinander klären und alles. Aber das wäre eigentlich noch ganz interessant. Weil ich hatte bisher eigentlich nur ein Let's Play Together und das konnte auch nicht wirklich beendet werden. Aber vielleicht eines Tages, vielleicht, let's replay together, das wär doch lustig. Weil erstens ist während des Let's Plays together mein Mikrofon gestorben.
Zweitens habe ich den Spielstand nicht mehr, weil mein Computer abgeschmiert ist, der alte, damals. Und der Computer meiner Kollegin ist nach einer Weile auch abgeschmiert und wir müssen quasi wirklich... Wait. Ist das der richtige Weg? Ja, Gott, ich hasse Zentralgruppe, wobei... Nein, das ist der Reisepunkt. Ich laufe gerade rückwärts. Miep. Ach ja. Ist halt schon so, auch nochmal Zeit finden, ist schwierig. Und wenn man Let's Plays Together macht, ist es noch schwieriger, weil dann müssen zwei Personen Zeit haben. Gleichzeitig. Ah, goodness. Aber na, mal gucken. Wäre vielleicht noch lustig. Aber ich muss sagen, es ist wirklich schön, Freunde zu haben. Vor allem Freunde, die einen verstehen. Und Freunde, die einen nicht unbedingt super seltsam finden. Ah, ich muss auch weiter runterfahren. Tja. Warum bin ich eigentlich so ungestüm? Die Porzellankiste der Vorsicht. Oh Gott, das. Oh Gott. Die Vorsicht in der Porzellankiste muss schon da sein, ne? Ja, ich bin müde. Ist halt. Wer von euch kennt das? Wer von euch hat auch super fotosensitive Augen? Oder ist allgemein fotosensitiv? Da bist du eine halbe Stunde in der Sonne, wenn es im Sommer ist. Schon ist alles kaputt und ja, Frühling geht's mit der Sonne noch, aber es ist trotzdem aua. Ich hatte ja eine Sonnenbrille dabei, aber anscheinend hat es nicht unbedingt sehr geholfen. Deshalb liebe ich den Winter. Es ist ständig bewölkt. Es regnet. Es schneit. Es ist kalt. Das sind die perfekten Klimabedingungen, damit eine Charu glücklich und zufrieden ist und nicht ständig unter Kopfschmerzen leidet. Naja. Oh. Wir haben einen coolen Kristall bekommen. Sehr schön. Oh, literally ist es hier ein Eiskristall. So. Schuck. Dankeschön. So. Und zack. Aber wir haben es gleich. Wir sind fast unten. Dann heißt das eigentlich nur noch mit dem fetten Fahrstuhl irgendwo fahren, den wir da gesehen haben. Und... Ja. Mehr kommt nicht mehr. Sehr gut. Dann können wir das... Ich habe meinen Timer nicht gestellt. Wenn wir das sollen, schaffen. Aber ich will die Gegner noch mitnehmen. Könnte genug sein, damit wir einen... Ryan. Was ist warten? Ryan versteht das Konzept von warten nicht. So. Gut, dann konzentrieren wir uns erst auf den größeren Nekon. Von hier aus. So. Never focus a tank, aber. So. Oh, gut. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Hey, cool. Und zack. Oh. Ich muss sagen, es ist schon bequem sein, Xenoblade und Nier gleichzeitig das Projekt zu haben, weil bei Nier muss ich mich so bei den Kämpfen konzentrieren. Ausweichen. Nicht treffen lassen. Ja, wird noch angreifen. Und hier ist das einfach, ja. Ein paar Knöpfe drücken und an der richtigen Stelle stehen, dann haben wir es. So. Wir wollen ja Schattenauge einsetzen. An der Seite. Von Ryan, das hätte fast ins Auge gehen können. Oh, er schwankt endlich. Umwerfen. Verdammt. Schütterklinge einsetzen. Ah, wir haben jetzt keine Dingsattacke dafür einsetzen. Der ist gleich down. Seht ihr? So. Aber ich finde es eigentlich auch cool, dass es so viele verschiedene Kampfsysteme in JRPGs gibt. In Western RPGs? Keine Ahnung, gibt es da Verschiedenes? Ich spiele halt... Bei Western RPGs, das sind halt so Sachen wie Skyrim und Dragon Age. Und ich meine, dass die Kampfsysteme in Skyrim und Dragon Age sind natürlich anders, aber... Gibt es eigentlich so ein Western RPG mit wirklich so...
Active Time Battle Balken gedöhnt wie FF7 damals? Egal, ich find's cool. So. Und zack. Allgemein bin ich sowieso fasziniert von gewissen Dingen, die sich Game Design nennen wollen. Oder von Game Design Komponenten. So. Ja, ich meine, das ist schon eine Kunst an sich, so ein Spiel hinzukriegen. Ich frag mich, wie das Debugging für Kampfsysteme sein muss. So. 10 Minuten? Okay. Ich bin froh, dass mir Elgato anzeigt, wie lange ich aufnehme. Danke, Elgato Game Capture. Apropos, ich werde wahrscheinlich diesen Sommer ein neues Capture-Gerät kaufen, das 60 FPS erlaubt und cool ist. Warum? Jetzt kommen immer geilere Spiele raus und ich weiß nicht wirklich, wie viele Old Games ich Let's Playen werde, weil die meisten habe ich ja schon durchgekaut, die ich wollte. Also die Jack-Trilogie werde ich sicher noch irgendwann mal beenden, sobald keine Spiele mehr rauskommen. Sobald keine geilen Spiele rauskommen, die ich blind spielen will. Aber sonst mit den anderen alten Sachen gibt es eigentlich nur noch die alten Spyros, also die The Legend of Spyro, weil ne, ich habe mit Spyro angefangen, wollte auch sowieso irgendwann mal alle durchspielen. Aber dafür müsste ich mal eine PlayStation 2 wieder an mich reißen. Das geht wahrscheinlich erst auch wieder im Sommer. Aber ja, das kommt dann irgendwann mal. Es ist halt so, man muss halt das Balancing hinkriegen bei den Projekten. Was interessiert die Leute erstens? Was interessiert einen selbst? Was kommt im Moment raus? Hat man denn Zeit und so? Ich finde es eigentlich schön, dass unter meinen Abonnenten sehr viele Nostalgiker dabei sind, die auch diesen ganzen alten Scheiß kennt. So mit der PlayStation 1 und dem Super Nintendo und so ein Zeugs aufgewachsen sind. Die sind immer sehr schön. So, warum mache ich das eigentlich jetzt? Ich passe dich auf. Ich mache Fehler. So. Dann wollen wir mal Schaden drücken. Es geht nur noch mit Plan. Zack. Schlag hier, komm. Sehr schön. Zack. Und bang. Oh, ich muss sagen, ich liebe das Kampfsystem in Xenoblade. Am Anfang ist es so anders als das, was man sich sonst so gewöhnt ist. Aber mit der Zeit ist es einfach wunderbar. Will ich die noch mitnehmen? Ja, ich will Charlotte nicht gleich ein Level ab. Und mehr Levels können nicht schaden. Im Gegenteil, mehr Levels sind eigentlich gut. Ich weiß auch nicht, ob wir bei Levels sind. At the moment. Weil es könnte der Fall sein. Lass mich in Ruhe. Kann ich den anderen? Ja, es ist jetzt zu spät. Ich will, dass sie mich auch jetzt fokussieren. Das ist nicht cool. Und ja, den haben wir gleich. So. Ein Schrottkopf ist kaputt. Und der andere ist auch gleich da. So. Oh, ist auch eine goldene Truhe. Mit Zeugs. Apropos. Ich habe mich wieder daran erinnert, warum ich eigentlich nur die Rüstung verwende, die die Defaults für die Leute sind. Ich habe nicht ein bisschen halt die Ausrüstung verändert. Ihr merkt es vielleicht, vor allem an Charla. Und ich wollte Ryan mal halt die schwere Ausrüstung geben. Aber sieht daran so scheiße aus. Also ich, richtig, richtig schlimm. Ich weiß echt nicht, was sich die Designer dabei gedacht haben. Ich meine, ich habe auch das, das eine Dingsbook. The Secret Files of the Bernardo. Und da drin ist ja auch noch Konzeptkunst drin und ich weiß nicht. Ich meine, die Stats sind ja gut, aber Ästhetik ist auch wichtig. Ich glaube, wir sind fast da. Oder? Gut. Okay. Thing is, sobald ihr euch entscheidet, diesen Teil der Story zu machen,
müsst ihr das auch durchziehen. Also sobald ihr das macht, müsst ihr euch bewusst sein. Moment, kurz. Ach, meine Nase. Das. Ah, geschafft. Dass man vielleicht alles einsammeln sollte, was man einsammeln will, weil es vielleicht Points of No Return gibt und so Zeugs. Ich meine, ich persönlich hasse Points of No Return. Außer es ist gut gemacht, aber meistens denkst du dir so, nein, in dem Gebiet habe ich noch das und das und... Jesus. Zu erledigen. Oh. Der ist sogar stark. So. Jetzt kannst du anfangen. Nein. Gut. Ja, für den sollten wir vielleicht doch eine Dings-Attacke benutzen. So. Untere Säge. Ryan, hilf mir auf. Danke, Ryan. Der beste Bro. Gut. Und... Sehr gut. Schwanger. Tatsächlich. Der ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich konnte ihn einfach so in Schwanken bringen. Und zack. Apropos, es gibt ein Detail in diesem Gegner, das ihr euch vielleicht für später merken solltet. Seht ihr dieses, das grüne Injector-Gedöns da? Das wird später noch wichtig. Und es ist cool, dass ich das jetzt bemerke. Ah, ja, ja. Second Playthroughs, meine Guys. Second Playthroughs. Wobei, jetzt wo wir da sind, wir sind hier gerade nur durch die Gegend laufen. Wie steht ihr eigentlich zu Second Playthroughs? Macht ihr das bei Games oder denkt ihr euch da eher so, ja, ich habe das Spiel einmal durch, mehr muss nicht, und falls doch, mögt ihr es lieber einfach nochmal von neu anfangen oder wenn es möglich ist, ein New Game Plus zu machen? Weil, ach, bei mir ist es halt so, New Game Plus ist meistens ganz cool, aber bei einigen Spielen ist es dann schon ein bisschen overpowered, weil du einfach durchrasierst wie nichts anderes. Ich meine, wenn man durch New Game Plus neue Elemente dazu kriegt, dann finde ich das geil. So zum Beispiel neue Bosse, neue Missionen oder so. Dann finde ich das ja nicht noch ab und an interessant, weil zum Beispiel gibt es bei Titan Quest, es gibt ja die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, also normal, episch und legendär, und die Gegner skalieren ja mit und so. Und es gibt auch neue Bosse. Und sowas finde ich halt geil. Das ist einfach nur so ein New Game Plus, wo nur die Charaktere selbst krasser sind. Ich weiß ja nicht. Ist nicht so meins. Es ist cool, alles one-shotten zu können. Aber okay, die Klippe ist weit weg. Das ist halt... So ein Klippengedöns kann einen Schild umbringen. Wobei, ich spare mir den vielleicht auch, sobald wir eine Kettenattacke machen. Ah! Nein, lass mich durch! Aufmuttern! Aufmuttern! Genau, wir sind am Kämpfen. Guck mal, wir haben einen Gegner schon mal besiegt. Und den werden wir jetzt auch noch besiegen. Also ich hoffe einfach mal, dass wir eine Viererkette hinkriegen. Und zwar... Schwanken. Nochmal schwanken. Dann Brian Niederschlag. Oh, schade. Und einen Schmetterschlag. Noch eine Schmetterklicke dahinter? Ha! Oh mein Gott. Jupp. The Hex are real. Zack. Schale heilen. Zack. Und zerstört. Ah. Das war schön. Das war ein schöner Kampf. Und hier noch ein paar Sachen bekommen. Okay, scheinbar wird es doch nichts mit... Ja, heute. Heute schaffen wir es. Okay, da kommen wir später hin.
Aber da ist momentan absolut gar nichts. Und ich musste damals einfach eine ganze Runde fahren, um nochmal zurück an den Ausgangspunkt zu kommen. Also gehen wir da schon mal runter. Weil sobald wir da hingehen, startet eine richtig krasse Cutscene. Und ja, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. So, und halt Cutscene, Bosskampf, Cutscene, 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 Bosskampf, Bosskampf, Cutscene, Bosskampf, Cutscene, Cutscene, Bosskampf, Cutscene, oh Gott, stimmt. Es eskaliert ja. Holy shit. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir beenden heute ein bisschen früher als sonst, auch wenn nicht wirklich viel passiert ist. Denn sobald wir hier runterfahren, wird es dann nicht mehr lustig mit Pause machen können. Also, ich danke euch fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht richtig die Action ab. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.